Hallihallo, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast, zu mir gefunden hast. Funktions- und Faszientraining, Faszien- und Funktionstraining. Heute Schwerpunkt Schultern. Und dafür arbeiten wir mit Hanteln. Hast du keine Hanteln? Kein Problem. Du hast bestimmt ein paar Flaschen. Am besten PET, die gehen nicht ganz so schnell kaputt. Halber Liter reicht dicke. Nimm übrigens bitte nicht die leer getrunkene, das bringt nichts. Das ist dann kein Gewicht. Ja, was machen wir? Schultern. Sind hier auch gern mal so verspannt. Vor allen Dingen, wenn wir zu den Leuten gehören, die noch arbeiten, so im Homeoffice oder überhaupt zu Hause am viel rumsitzen. Wir fangen damit an, unsere Gewichte, die zu nehmen, aufrecht stehen. Brustkorb hoch, Schultern schön nach hinten, unten, damit wir aus der Haltung rauskommen. Und jetzt ganz leicht pendeln. Lächeln, pendeln. Es geht nicht darum, wie hoch du die Arme bekommst, sondern es geht mir jetzt erstmal darum, dass die Arme aus den Gelenken herausgezogen werden. Die Brille sind schief. Das heißt, dass die Schultergelenke entlastet werden. Das heißt, wenn wir diese Übung machen, können im Prinzip die Gewichte nicht schwer genug sein. Wie kann ich das in den Alltag einbauen? Ganz einfach, statt die Hände in die Jackentaschen, Hosentaschen oder sonstige Taschen zu stecken, einfach entsprechend baumeln lassen. Das entspricht unserem natürlichen Gangbild, wenn wir dann so gegengleich uns bewegen. Dann werden die Arme auch schon von ihrem Eigengewicht runtergezogen. Wenn wir dann auch noch einkaufen waren und Einkaufstaschen haben, wir gehen ja nicht mit einer, weil wir wollen ja nicht uns schief ziehen, nehmen wir die und pendeln gegengleich. Wir pendeln langsam aus und lassen die Schultern hoch zu den Ohren gleiten und mit dem Ausatmen wieder runter. Einatmen hoch, dabei wird der Kopf nicht in den Nacken genommen, sondern den halten wir rauf und runter. Vielleicht spürst du, wie das schon gut tut, wie sich deine Faszien lösen. Wenn du ein wohliges Kribbeln dabei im Körper spürst oder eine Hitzewelle bekommst, spüre, genieße. Und wir ziehen gegengleich. Eine Schulter zieht rauf, die andere zieht runter. Dabei bleiben wir gerade aufrecht stehen. Der Kopf bleibt aufrecht. Wir machen hier nicht den hier irgendwie. Aber wir bleiben schön ruhig stehen. Üben gegengleich Zug und Druck aus. Und wir kreisen vorwärts mit den Schultern. Schöne große Kreise. Vorwärts. Und rückwärts. Ja, ich weiß, das rumpelt, das knirscht. Das darf das. Wenn das das nicht tut, bräuchten wir die Übung auch nicht mehr machen, ne? Oder gerade dann, weil dann ist es so fest, dass die Arme und Schultern fast steif sind. Dann knirscht und knorpelt es auch nicht mehr. Okay, zum Ende kommen, lösen,
tief durchatmen. Wir gehen runter auf den Boden und machen es uns da bequem. Weil rumstehen ist ja auch doof, ne? Rücken gerichtet auf ein Knie, aufs andere Knie, auf die Seite runter. Und dann in die Rückenlage begeben. Die Beine dürfen gestreckt werden. Oder eigentlich sollen sie gestreckt werden. Wir greifen uns unsere Gewichte, machen ein nettes Doppelkinn. Schon verstellt sich hier wieder das Mikro. Egal. Ich nehme da mal die Brille ab. Gucken brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Ich kann dich ja eh nicht sehen. Wir nehmen die Schulterblätter an die Wirbelsäule Richtung Po. Kommen erstmal hier auf den Boden an, stellen die Gewichte auf und greifen von außen. Körpermitte mit dem Ausatmen anspannen. Lendenwirbel von der Matte lösen. Bauch einziehen, Beckenboden anspannen. Und jetzt beginnen wir mit dem ersten Arm. Ellbogen strecken, überstrecken. Mit dem Einatmen den gestreckten Arm hochnehmen. Schulterbreit hinten runterführen. Mit dem Ausatmen den Arm wieder zurückholen. Das machen wir jetzt nur mit diesem einen Arm. So 20, 30 Mal. Im Atemrhythmus. Ja, vielleicht machen wir es auch nicht ganz so oft. Halte diese Drehung bei, überstrecke den Ellbogen, lass ihn überstreckt. Die Bewegung soll wirklich nur aus der Schulter kommen. Der Kopf kann ganz natürlich gerade liegen bleiben. Wenn du gerade ein Familienmitglied in der Nähe hast, oder rufen kannst, wäre es praktisch, dass der, die das kontrolliert, ob dein Kopf gerade liegt oder ob du ihn zur Seite genommen hast. Halte die Rumpfspannung, atme in den Brustkorb. Durch die Nase ein, wenn der Arm hoch und hinten runter geht. Arm zurückholen, Luft raus. Stellt euch das vor wie so eine alte mechanische Pumpe. Ausatmen, einatmen. Schön schulterbreit, nicht zur Körpermitte hinziehen. So mitgezählt. Wie viel machen wir jetzt gemacht? Sind wir schon bei 20? Egal, wir kommen zum Ende. Lösen. Atmen einmal tief in den Bauch ein und aus. Und mit dem Ausatmen spannen wir die Körpermitte wieder an. Das gleiche mit dem anderen Arm. Und wenn du siehst, dass mein Arm nicht gestreckt ist im Ellbogen, doch, er geht nicht besser. Liegt an der OP, die ich da hatte, beziehungsweise an meinem künstlichen Gelenk. Auch hier. Ellbogen überstrecken, mit dem Einatmen hoch, hinten runter, ausatmen wieder,
neben den Körper auf die Matte zurück. Der Kopf liegt schön gerade. Ihr könnt euch nochmal kontrollieren lassen. Ist der Kopf gerade? Arbeite ich wirklich schulterbreit? Das mobilisiert so schön die Muskulatur rings um die Schulter, um das Schulterblatt. Wir kommen in eine Streckung, in eine Aufrichtung, so dass wir durch diese Übung nicht nur das Schultergelenk mobilisieren, sondern direkt an unserer Haltung auch arbeiten. Es ist übrigens klassische Krankengymnastik. Wir haben extra, damit das nicht nur Krankengymnastik ist, die Gewichte dazu genommen. Weil so machen wir noch leichten Muskelaufbau. Schließlich wollen wir ja vielleicht doch mal unsere Arme zeigen. Es ist heute so schön warm. Es soll ja jetzt noch ein paar Tage gutes Wetter geben, beziehungsweise wärmer werden, sodass wir vielleicht nicht so unsere Schwabbelärmchen zeigen wollen. Und damit können wir dem entgegenwirken. Schöner Nebeneffekt. Wir tun was für die Schultern, wir tun was gegen unsere Verspannungen und bauen gleichzeitig ein paar Muskeln an den Armen auf, damit die Arme wieder attraktiver werden. Das müsste Grund genug sein, sich das nicht nur anzugucken, sondern mitzumachen. Und jetzt beide Arme. Körperspannung überprüfen. Die Arme arbeiten gegengleich, sodass wir gegengleich Zug und Druck auf die Wirbelsäule ausüben und die damit gegebenenfalls wieder in ihre natürliche Streckung bringen. Heißt, wenn wir also eine Fehlstellung haben, könnten wir vielleicht mit ganz viel Geduld solchen Übungen die Fehlstellung beheben. Wir atmen immer noch nur in den Brustkorb. Die Körpermitte ist angespannt. Die Ellbogen sind gestreckt. Übrigens, so wie wir die Übung jetzt gerade durchführen, ist es die natürliche Haltung, die wir in den Armen haben sollten. Wir überprüfen die Rumpfspannung und arbeiten mit beiden Armen parallel. Halte die Rumpfspannung, arbeite im Atemrhythmus. Das ist der Rhythmus, bei dem wir mit müssen. Und dann kommen wir zum Ende, lösen, atmen tief durch. So richtig in den Bauch atmen. In der Zeit können wir die Arme drehen. Unsere Gewichte legen wir auf den Boden und umgreifen sie von oben. Gerade haben wir sie aufgestellt. Jetzt eine Vierteldrehung.
Wir beginnen wieder mit unserem ersten Arm. Spannen die Körpermitte wieder an, strecken den Arm und im Atemrhythmus wieder auf und ab. Schön dicht hier unten zum Körper, oben schulterbreit arbeiten. Wir atmen nur in den Brustkorb. Wir versuchen, unseren Handrücken auf den Boden zu bekommen. Schaffst du es nicht bis auf den Boden? Ist es eine Mobilitätseinschränkung, die man über Training beheben kann? Heißt, üb. Aber lass dich kontrollieren bei dem Üben, damit sich keine Fehler einschleichen. So wie den Arm zu weit vom Kopf weg oder zu dicht zum Kopf. Und wir wechseln die Seite. Überprüfen die Rumpfspannung. Strecken, überstrecken den Ellbogen. Der Ellbogen wird in der Überstreckung fixiert. Wir achten auch darauf, dass das Handgelenk gestreckt ist. Und pushen nicht, indem wir den letzten Rest aus dem abgeknickten Handgelenk holen. Nämlich Selbstbetrug. Denk an den Atemrhythmus, wenn der Arm hoch, hinten oder oben runtergeführt wird. Ein, kommt der Arm zum Körper, ausatmen. Ansonsten kann man bei der Übung auch wunderbar die Augen schließen, um auch diese zu schonen. Ich mache das schon alleine, damit ich nicht weiter nach oben in die Deckenlampe gucke. Weil die habe ich hier vielleicht ausgeleuchtet. Da stehen richtige Strahler Deckenbeleuchtung an. Das ist furchtbar. Dann nötigen sie mir noch dieses doofe Mikrofon auf. So, jetzt habe ich meinen Frust abgelassen. Wir wechseln die Position. Wir arbeiten mit beiden Armen gegengleich. Haltet schön die Arme gestreckt. Atmen in den Brustkorb. Körpermitte schön angespannt lassen. Und beide Arme unter noch mehr Bauchspannung parallel im Atemrhythmus auf und ab bewegen. Wir versuchen mit beiden Handrücken, ohne in den Hohlrücken zu kommen, auf den Boden zu kommen.
Dann kommen wir zum Ende. Lösen, atmen tief in den Bauch. Wenn du möchtest, kannst du kurz zwischendurch die Beine aufstellen. Ich weiß, viele sagen, ich kann das nicht mit gestreckten Beinen. Gestreckte Beine sind die neutralste Haltung. Durch dieses Aufstellen der Beine, so wie ich das jetzt euch vormache, haben wir eine veränderte Beckenkippung. Und die Lendenwirbel haben nichts, aber auch gar nichts auf dem Boden zu suchen. Weil durch diese Stellung drücken wir die Lende Richtung Boden. Die Wirbelsäule ist aber eine Doppel-S-Form. Und deshalb muss die Lende in die Körpermitte reingezogen werden. Und deshalb sage ich ja auch immer, Lendenwirbel anheben, Bauch einziehen, um die Körpermitte anzuspannen. Die zweite Stelle, wo ihr diese Wölbung nach innen habt, ist die Halswirbelsäule. Da kommt ja auch keiner auf den Gedanken, ja, aber die Halswirbel müssen doch auf die Matte. Nee, die Lende genauso wenig wie die Halswirbel. So, jetzt war die Pause lang genug. Wir strecken die Beine wieder. Ich verspreche euch, es wird unangenehmer. Richtig unangenehm. Wir drehen nochmal eine Vierteldreh nach innen, stellen die Hantel wieder auf. Haben aber jetzt von innen die Hantel oder unsere Flasche oder unser Gewicht umgriffen, sodass Daumen und Zeigefinger neben dem Körper auf dem Boden sind. Wenn wir dann unsere Anspannung der Körpermitte den Arm heben, achten wir darauf, weil hier, ab hier ungefähr hier kommt ein Punkt, wo der Körper den Arm wieder zurückdrehen will, in die natürliche Position, beziehungsweise die wir gerade haben. Da müssen wir gegenarbeiten. Und dann müssen wir versuchen, unser Gewicht aufs andere Ende aufzustellen und wieder den Arm zurückholen. Einatmen und ausatmen. Und hier ganz aktiv in die Drehung gehen, in der Drehung bleiben. Das ist die Schwierigkeit bei der Übung. Weiterhin darauf achten, den Kopf gerade zu liegen zu lassen. Du hast keinen Wasserkopf, das passt wunderbar, passt der Arm da immer noch dran vorbei. Körpermitte ist angespannt. Verarbeiten immer noch im Atemrhythmus. Ich verkürze das Ganze, weil ich weiß, wie unangenehm das ist. Obwohl mir macht das wenig aus. Aber wir wechseln auf die andere Seite. Wie war die Haltung? Daumen und zwischen Körper und Gewicht kommt deine Hand, sodass Daumen und Zeigefinger jetzt am Boden sind. Arm strecken und wenn wir hochgehen, achten wir wieder darauf, dass wir in der Rotation bleiben. Versuchen, mit gestrecktem Arm das Gewicht hinten aufzustellen. Dann ist die kleine Fingerseite Richtung Boden. Und auch hier, Körpermitte ist und bleibt angespannt. Wir arbeiten schulterbreit. Wir brauchen den Kopf nicht zur Seite wegdrehen. Wir passen so daran vorbei, machen ein leichtes Doppelkinn.
Und beide Arme gegen gleich, die Rumpfspannung überprüfen. Wir sind immer noch angespannt, Lende, Beckenboden, Bauch. Die Ellbogen sind überstreckt, die Handgelenke sind gestreckt. Wir üben jetzt gerade gegengleich wieder Zug und Druck auf die Brustwirbelsäule aus. Und beide Arme unter extrem viel Bauchspannung auf und ab. Dass wir es jetzt komplett strecken. Und dann darfst du wieder zum Ende kommen. Lösen. Tief in den Bauch atmen. Meinetwegen auch wieder die Beine aufstellen. Wenn du es meinst, kannst du auch kurz in die Rotation gehen. Oder die Beckenschaukel kurz machen. Ich weiß, es tut unten weh. Aber weißt du, warum das hier unten in dem Bereich weh tut da? Da hat das mit der Rumpfspannung nicht geklappt. Dann tut das auch genau hier weh. Beheben wir gleich. Arbeiten. Oder sagen wir mal, arbeiten wir gleich dran. Wir strecken wieder die Beine. Es geht weiter. Wir drehen die Arme jetzt so, dass die Handrücken auf dem Boden liegen. Die Gewichte auf der Hand liegen, wie die Hand schließen, Schultern wieder nach unten ziehen, Körpermitte anspannen. Und jetzt in der Funktion ist es besonders wichtig, Ellbogen und Handgelenk zu überstrecken, in dem Zustand zu fixieren, um mit dem Einatmen den gestreckten Arm, ihr denkt an die Rotation, versuchen wir hinten das Gewicht abzulegen, flach, ohne den Arm krumm zu machen. Ja, schon habe ich mich selbst erwischt. Bei mir war das Handgelenk auch leicht krumm. Du kennst das aber bestimmt besser. Ich weiß, klappt gar nicht nach da hinten runter. Zumindest nicht bis zum Boden. Egal. Üben, üben, üben. Das ist das Zauberwort. Kann ich nicht, glaube ich, will ich nicht, glaube ich auch, aber das hilft nicht. Ich weiß, es ist unangenehm. Glaubst du etwa, mir macht das Spaß? Mir macht das auch keinen Spaß, aber ich weiß, warum ich es mache, damit ich gelenkig bleibe, damit meine Muskulatur nicht verklebt. Hier, gerade mit diesen Übungen, arbeiten wir mit der Muskulatur und dem Gewebe über den Rippen und sorgen dafür, dass sich da die Verklebungen lösen. Du weißt doch, das Fasziengewebe ist das Bindegewebe und das soll geschmeidig sein, das soll eine Gleitfunktion zwischen den ganzen Weichteilstrukturen und den Knochen haben. Ja, natürlich, das Alter schränkt uns ein. Unsere Alltagshaltung schränkt uns ein.
und vielleicht irgendwelche Verletzungen, die wir mal hatten. Und da weiß ich, wovon ich spreche. Aber genau wenn du, das ist der Grund, weshalb es umso wichtiger ist, das zu machen. Ja, es ist unangenehm. Na und? Zähne zusammen, lächeln, weitermachen. Wir wechseln die Seite. Ich hab ja ein Einsehen. Aber wir müssen daran arbeiten, weil wenn wir nicht den kompletten Radius mehr hinbekommen bei den Übungen, sind wir eingeschränkt und werden deshalb im Alltag automatisch Schonhaltungen machen, einnehmen. Und genau um denen entgegenzuwirken, da müssen wir sowas machen. Denke an die Rumpfspannung und die Brustkorbatmung. Und dass der Arm überhaupt im Atemrhythmus sich bewegt. Es knirscht, es knackt, na und? Ist wenigstens ein Zeichen dafür, dass es noch funktioniert. Und beide Arme gegengleich. Ein Arm geht mit dem Atemrhythmus, der andere Arm geht entgegen. Wir haben ganz viel Spannung auf dem Bauch, haben die Lendenwirbel nach innen gezogen, haben ein leichtes Doppelkinn und freuen uns, dass es ja nicht mehr lange dauert, bis auch diese Einheit vorbei ist. Ist sie aber noch nicht. Und beide Arme im Atemrhythmus parallel auf und ab bewegen. Haltet euch in der Spannung, auf keinen Fall bitte in den Hohlrücken kommen, sonst werden die Rückenschmerzen über dem Po noch schlimmer. Ich werde da gleich noch mit euch kurz arbeiten. Wie kann ich mir diese Übungsfolge merken? Ganz einfach, ihr arbeitet komplett einmal Süden, Osten, Norden, Westen, komplett durch, jeweils ein Arm nach dem anderen, gegengleich und dann parallel. Das schaffst du dir zu merken. Und dann kommen wir schon zum Ende. Puh. Ja, nicht komplett zum Ende. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Nächste Übung sieht so aus, dass wir eine Hand quer über den Bauch rüberführen mit unserem Gewicht, versuchen auf den Hüftknochen zu kommen. Unsere erste Aufgabe besteht darin, unter Anspann der Rumpfmuskulatur den Arm wieder zu strecken. Mit der Gerade. Und dann können wir in einer diagonalen Linie mit dem Arm schräg nach oben kommen. Also nicht Schulterhöhe, sondern hier ungefähr 45 Grad Winkel zum Kopf. Der Arm ist über dem Kopf, aber nicht so gestreckt wie gerade. Und dann holen wir mit dem Ausatmen den Arm wieder zurück. Einatmen. Ich möchte nicht sehen, dass der Arm da hier auf der Seite, wo wir den Gewicht auf der Hüfte haben, hier hoch um den Kopf rum, nach da hinten geführt wird.
Dann habt ihr nicht die Muskeln, die wir jetzt für die Übung brauchen. Ihr habt, macht Murks. Wir machen das bitte wirklich hier komplett in einer schönen Diagonale. Die Hantel hat nichts über eurem Kopf zu suchen. Beziehungsweise euer Gewicht. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ihr das Gewicht fallen lasst, gibt es nur eine Stelle, die sinnvoll ist, dass das Gewicht euch auf die Nase fällt. Zähne müsst ihr selber zahlen, sehr viel. Brille müsst ihr selber zahlen. Die Nase, die übernimmt noch die Krankenkasse, wenn euch die platt kloppt. Deshalb gehen wir nicht über das Gesichtsfeld. Wir machen nicht irgendwelche schönen Bögen. Aber wir wechseln die Seite. Einmal kurz lösen, durchatmen, den anderen Arm quer über den Bauch und auch hier in einem 45-Grad-Winkel zum Kopf ungefähr auskommen. Das heißt, irgendwo zwischen kompletter Streckung und Schulterhöhe. Möglichst die Hälfte der Wegstrecke davon. Es müsste dann der 45-Grad-Winkel sein. Mit der Übung mobilisieren wir immer noch die Schulter, arbeiten aber jetzt mit dem breiten Rückenmuskel. Heißt, wir machen das Kreuz noch breiter. Nicht wirklich. Aber wir haben jetzt nochmal andere Muskeln im Rücken, die jetzt mit eingesetzt werden, die aber gleichzeitig auch im Bereich der Schulter liegen. Und wir kommen zum Ende. Lösen. Tief durchatmen. Na, wie fühlen sich die Schultern an? Weiß ich noch nicht. Ich auch nicht. Die Hantel beiseite, die brauchen wir jetzt nicht. Wir kommen über die Seite hoch. Dafür stellen wir die Beine auf. Ja, nach der langen Streckung. Kann das schon mal, und ich weiß ja, da tut es jetzt gerade weh. Deshalb gehen wir auch über die Seite hoch. Das ist nämlich das rückenschonendste und herzfreundlichste. Und wir bleiben erstmal einen Moment sitzen, weil durch die Übungen hat sich auch der Schulter-Nackenbereich gelockert. Und wir haben jetzt ganz viel Blut in den Kopf bekommen. Und unser Kopf kann jetzt mit Schwindel, Kopfschmerzen reagieren, veränderten Augendruck. Da merkt man jetzt im Moment selber weniger von. Das ist normal. Wir nehmen keine Schmerzmittel, keine Aspirin, Thymoperin oder was es sonst noch gibt. Die verdünnen das Blut. Dann wird das mit den Kopfschmerzen noch viel schlimmer. Das möchtest du nicht, ich möchte das auch nicht. Und deshalb erstmal das Blut, soweit es kann, raussacken lassen. Und dann kommen wir jetzt hoch. Ich hoffe, das Gröbste ist rausgeflossen. Rückengerecht hochkommen. So, jetzt muss ich das Mikro wieder, beziehungsweise den Sender da hinten dran montieren.
können jetzt an die Kleidung richten. Und jetzt gehen wir an die Rückenschmerzen da unten. Da, ja. Nee, bei mir nicht. Ich habe da die Spannung gehalten. Da tut mir nicht weh. Aber bei dir. Wir gehen etwas in die Knie runter. Ich stelle mich mal seitlich. Jetzt machen wir die Beckenschaukel. Nach vorne und nach hinten. Po einziehen und den Hintern rausdrücken. Ihr nicht hier oben arbeiten. Hier, da. Schließlich tut es da weh. Da brauchen wir da oben nicht arbeiten. Wie die Übung geht, fließt schon durch den Rücken. Das ist richtig. Aber hier unten. Hier unten schön. Beckenkippung. Übrigens, man muss da die Hände nicht nehmen. Das kann man auch so hinbekommen. Nächste Übung. Wir bleiben bei diesen angewinkelten Beinen. Wir wackeln mit dem Hintern. Vielleicht kannst du das besser sehen, wenn ich mich umdrehe. Das Ganze wird über die Beine gesteuert, über die Knie. Du hast angewinkelte Beine und jetzt winkelst du die noch ein bisschen stärker an. Und dann kommt es hier oder hier im Wechsel zu einer Stauchung. Und dadurch bekommen wir Bewegung in den unteren Rücken. Und das ist ja das, was du jetzt brauchst. Wenn du es nicht brauchst, mach es trotzdem mit. Ich mache ja auch mit. Beziehungsweise ich mache vor, mit, beides. Okay, wir stellen uns wieder, strecken die Beine durch. Gewicht verlagern auf ein Bein, das andere Bein hochnehmen und nach außen kreisen. Möglichst ohne abzusetzen. Das wirkt so schön im Rücken. Seitenwechsel. Hat das Gleichgewichtsproblem? Nimm die Luftgriffe. Die funktionieren immer. Die haben wir auch immer dabei. Wenn es wirklich nicht anders geht, mit einem Finger irgendwo festhalten. An der Wand, am Stuhl. Schön kreisen. Okay, zum Ende kommen. Lockern. Und jetzt nochmal in die Knie gehen. Und kreisen. Schöne große Kreise mit dem Becken. Und andersrum. Andersrum kreisen. Und das war's schon wieder. Wir haben es geschafft. Ich freue mich, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, es hat dir so gut getan wie mir. Und ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, schönen Tag noch. Bis nächste Woche hoffentlich. Tschüss.